Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir sind heute wieder in der Küche von Renate Xmeier und es geht um das Thema herzgesunde Ernährung. Frau Xmeier, was haben wir heute für ein tolles Rezept? Heute möchte ich mal eine Lanze brechen für den Fenchel. Ja. Fenchel ist ein Gemüse, das einen schlechten Ruf hat, weil es ein bisschen einen intensiven Geschmack hat. Das ist natürlich nur in der rohen Form so. Wir werden ihn heute gegart verarbeiten. Okay. Fenchel ist der Alleskönner. Er schlägt eigentlich bei allen Inhaltsstoffen sämtliches andere Gemüse. Drum sollte er viel öfter bei uns auf den Tisch kommen. Und ich möchte Ihnen heute zeigen, ein Rezept gratinierter Fenchel, wie er also überbacken ist, wie man ihn auch mit frischen Kartoffeln einfach so als Hauptgericht essen kann und mal auf dem Fleisch verzichten kann an so einem Tag. Hört sich gut an. Ich habe dazu den Fenchel schon vorgegart. Ja. Es funktioniert beim Fenchel nicht, dass man ihn in der Auflaufform, dass man ihn roh in die Auflaufform reingibt und dann mit gart. Der braucht einfach das Wasser. Er ist jetzt noch bissfest. Mhm. Der Fenchel wird nur in der Mitte auseinandergeschnitten. Dann nimmt man unten den harten Strunk raus. Ich habe hier eine Auflaufform, ein bisschen ausgebuttert. Wenn sie steht, geht es, glaube ich, besser. Und dann legen wir den Fenchel rein. Also es funktioniert nicht, den Fenchel roh reinzulegen. Da würde die Garzeit dann zu lange sein. Aber so ist er auch ruckzuck vorgegart. Nur unten den Strunk ein Stückchen raus. Und jetzt machen wir hier so einen kleinen Guss oben drüber. Der Guss ist, besteht aus Creme Fraiche oder Schmand, was man zu Hause hat. Da kann man auch ganz flexibel sein. Viele sind da immer ängstlich mit dem Rezept. Aber wenn ich einen Schmand habe, nehme ich einen Schmand. Und wenn ich eine Creme Fraiche habe, nehme ich die Creme Fraiche. Und wenn Sie einen Frischkäserest haben, dann können Sie auch den Frischkäserest nehmen. Gibt einfach nochmal was Cremiges. Vom Geschmack her ist der Fenchel gegart in Salzwasser. Er hat also schon viel Geschmack jetzt angenommen oder ist für uns gut gewürzt. Dann haben wir die Creme Fraiche, aber zum Verrühren geben wir die nochmal da rein, bitte. Und dann verrühren wir das mit den beiden Eiern, die ich aufmache. Genau, geht immer ganz gut mit dem Teigschaber, wenn man es rüber gibt. So, wunderbar, das ist schon mal drin. Die Eier machen wir immer einzeln auf. Es könnte mal sein, wenn ein Ei verdorben ist, ich tue das da mit rein, dass man dann praktisch die ganze Masse verdorben hat. Und so mit dem Messer macht man den glatten Schlag. Das Ei geht gut auf und man hat keine Probleme mit den Schalen normalerweise. Ja. Und hat alles, was mit Ei zu tun hat, immer weg. Denn ich denke auch, ab einem gewissen Alter ist bei manchen auch vielleicht der Organismus nicht mehr ganz so mit Abwehrkräften gesegnet. Darum sollte man aufpassen, dass wir hier bei uns auf die Arbeitsfläche keine Salmonellen bringen. Ja. Denn Eier haben immer Salmonellen, wir haben keine keimfreien Eier. Und von daher lieber immer etwas vorsichtig. Dann ist das gut. Darum haben Sie das jetzt auch mit dem Messer aufgeschlagen? Darum habe ich das mit dem Messer aufgeschlagen. Messer kommt mit weg. Ich habe hier nichts, wo aus Versehen Ei dran hängen könnte. So, genau. Schaut es denn aus? Genau, ja. Und das einfach oben drüber. Genau, ich nehme den Teigschaber, kratze nochmal nach. Das halten wir so lange in der Hand, dass wir nichts drauf bringen. Und dann wird hier für den Geschmack noch ein bisschen Parmesan oben drüber gerieben. Einfach da rein. Parmesan. Ich habe immer ein Stückchen und so eine Reibe kann man ganz gut drüber reiben. Wollen Sie das mal machen? Gerne. Denn was für mich immer zum Fenchel noch dazu gehört, ist unbedingt Muskatnuss. Ich gebe jetzt also noch ein bisschen Muskatnuss dann am Schluss oben drüber. Schaut gut aus. Schaut wunderbar aus. Und braucht auch gar nicht mehr lang, nachdem wir den Fenchel ja schon gegart haben. Nur, dass das Ei eben noch stockt und eine schöne Masse gibt. Ich glaube, das ist schon genug. Wunderbar. Ich gebe noch ein bisschen vom Muskatnuss drauf. Ja, mit dem Salz jetzt hier im Ei bin ich noch mal sparsam. Denn Salz ist ja auch
ja, Blutdruck fördern, also Blutdruck steigern, muss man sagen, weil ja das Wasser anzieht. Das heißt, das Wasser, das in unsere Adern reinkommt oder es wird mehr, muss ich vorstellen, unsere Adern werden dann prall wie ein Gartenschlauch. Je mehr da reinkommt, sie sind nicht mehr so elastisch. Drum lieber durch Kräuter und Gewürze und eben auch kräftig schmeckende Gemüse oder Käse dann in Geschmack herbringen. Ja. Hat man mehr davon und tut seiner Gesundheit auch was Gutes. Das Ganze kommt jetzt ungefähr für 15 Minuten in den Ofen und dann schauen wir es uns an, wenn es fertig ist. Wunderbar, so machen wir das. So, jetzt gucken wir mal in den Ofen, was unser Fenchel macht. Also, sieht doch nicht wunderbar aus. Ja, genial. Ich richte mal eine Portion an. Und es riecht. Also riecht ganz toll, oder? Ja. Und dieses Senfige hat er jetzt eigentlich verloren, der Fenchel. Mhm. Das, was manche immer stört, dass er diesen Geschmack hat. Kommt noch ein bisschen von dem Überbacken dazu. Mhm. Vielleicht schneidet man auch mal in der Mitte auseinander, dass man mal sieht, wie er innen ist und dass er sich so richtig schön schneidet. Mhm. Ja. Und hier jetzt noch ein bisschen frische Petersilie dazu. Und man hat das tollste Essen. Ja, wunderbar. Prima, oder? Ja. Ich halte es nochmal in die Kamera für unsere Zuschauer. Viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.